Hallo und so, und schön, dass du dabei bist. Wir spielen eine Runde Minecraft Take It Light. Und ja, das ist eigentlich nur ein Update-Video, denn es ist sau viel passiert. Ich habe ja auch schon länger dieses Projekt nicht mehr hochgeladen. Mir ist auch aufgefallen, dass diese Projekte nie besonders gut ankamen. Aber gut, jetzt nochmal ein Update-Video für alle Leute, die es interessiert. Wir haben eine Quarry, ich habe einen Hausleiter gebaut, ich habe ein paar Maschinen gebaut, ich habe ein ME-System gebaut. Und das werde ich euch jetzt alles mal kurz zusammenfassen und zeigen. So, hier die Quarry, die Farm für mich. Hier sind noch zwei andere große Quarry-Löcher. Hier eins und da ist das Maximum, glaube ich, irgendwo hier. 64 mal 64 müsste das sein. Hier ist leider Wasser reingelaufen. Und ich kriege es nicht mehr weg, weil es irgendwie rumbackt. Aber egal. Wir dürfen den Chunk einfach nicht zu sehr laden und dann ist es auch egal. F7 mache ich. Wo spawne ich Mobs? Ich verstehe es gar nicht. Sieht hier irgendwo ein rotes Kreuz? Ich sehe keins. Ich sehe wirklich keins. Nö, hier ist kein rotes Kreuz. Naja. Hier ist. Wirf dich das rüber. So. Ich mache die Sounds leiser, denn es ist sehr laut hier für mich. Gut. Haben wir vielleicht noch ein bisschen was zu essen? Ja. So, ihr seht schon, die Rüstung ist für mich, denn das ist eine OP-Rüstung. Die ist einfach so zusammengestellt. Hier mit, hier sieht man einfach, könnt ihr jetzt Stopp drücken, ist eigentlich auf jeden drauf. Ist halt immer ein bisschen variiert, aber grundsätzlich überall dasselbe. So, und weil dieser Strom EU ist und ich teilweise halt auch RF brauche, habe ich hier einen Umwandler gebaut. Beziehungsweise ist gar kein FF hier, das sind Minecraft-Tools hier in dieser Version noch. Ja, deshalb habe ich das umgebaut. Yo-Yo-Matter produziere ich auch schon, nicht zu wenig. ME-System hier. Da gibt es noch so eine kleine Hintergrundsache, die man nicht sehen kann, um hier reinzugehen. Gehen wir eben rein hier. Hier ist der Strom für dieses ME-System und hier sind halt die ganzen Schaltplatten. Ich habe da noch ziemlich viel geplant, aber ich habe es jetzt halt nur sehr wenig hier ausgefüllt. Gut. Hier ist die automatische Farm, Fertilizer, also das macht halt Fertilizer. Also Fertilizer ist scheiße. Und Scheiße kommt von den Kühen. Darunter sind so Blöcke, die sammeln die Scheiße von den Kühen. Das geht dann nicht hier rein, sondern da oben, weil ich das mehr brauche. Aber es würde hier reingehen. Und hier sind die roten Kreuze. Da liegt Fertilizer rum. Warum? Fertilizer. Hä, warum schmeißt ihr das immer noch hier? Die dummen Huren. Warum schmeißt ihr einfach den Postbar ins Fertilizer? Guck mal hier. Industrielle Scheiße. Warum schmeißt ihr das weg? Hey, diese Dinger schmeißen es irgendwie irgendwo hin. Ich hab jetzt gedacht, die schmeißen es nach oben, aber die schmeißen es auch nicht nach oben. Hä? Das mache ich gleich nach der Aufnahme, oder? Wir machen es halt gleich jetzt noch in der Aufnahme. Mal gucken. Ja, und im Wesentlichen war es das. Oben ist noch eine Baumfarm für Rubber. Und hier ist Alkohol drin, der braut noch. Den habe ich für was Spezielleres vor. Und hier ist halt die Quarry, Ertragnisse. Hier sieht man Dirt, Steine, Gravel und Sand hier unten. Und alles der Rest geht hier rein und damit ins ME-System. Sieht man hier vielleicht ganz gut. So, die Erze werden eigentlich hoffentlich schon alle in den hier gepackt. Okay. Und werden dann durchgebrannt. Da muss ich aber noch was verbessern, weil hier fliegen die ganze Zeit Erze raus. Finde ich nicht so toll. Wie machen wir das denn am besten dann? Vielleicht, nee, den will ich nicht umsetzen. Ich denke mal, ich werde da einfach eine Truhe dran knallen und dann von hier nochmal nach da und dann passt das. So, erstmal den einen weg. Hier ist der. Wir machen das jetzt, weil das ist blöd, wenn hier die ganze Zeit Ressourcen rausfliegen. So. Wenn da kein Platz drin sein sollte. Und wenn jetzt hier noch eine Wooden. Ja, das muss aus Holz sein, weil sonst zieht es nicht raus. Und ein Lever, genau, da haben wir ganz viele von. Knallen wir das hier dran. Zack, zack. Und nein.
So. Ich glaube, ja. Warum? Diese Dinger, diese Pipes ziehen einfach raus, auch wenn sie gar keinen Grund dazu haben, sozusagen. Das ist kacke. Ich könnte auch erst die Ertragnis... Oh, das mache ich. Ich mache erst die Ertragnis... Ja, das mache ich aber jetzt echt gleich. Gut, dann läuft das halt hier. Also hier werden automatisch Erze sozusagen generiert. So. Hier war mal was, hier kommt auch noch was hin, aber das ist jetzt gerade unwichtig. Hier geht's ins Nether, da kommt halt die Lava her, das ist aber auch eher uninteressant. Gut, und das war's im Großen und Ganzen. Kuhfarm habe ich gezeigt, hinten kommen auch noch die kleinen Kühe rein. Hier werden die Prozessoren gemacht. Auch schon wieder 8 da. Verbraucht mega viel Strom und hier sieht man mal, wie viel Strom hier durchfließt. Guckt euch das an. Hier, diese blauen Dinger. Je fetter die sind, desto mehr Strom ist es. Ihr seht schon, die ist nicht mehr ausgelastet. Vorher waren die alle, also diese unteren drei waren alle ausgelastet. Deshalb musste ich noch einen vierten dazu bauen. Weil ich glaube, dass ich wieder die... Nee, ich muss die Pumpen nicht umsetzen. Hier kommt... Irgendwie backt das mit der Lava rum. Hier kommt eigentlich Lava an, aber sie verteilt sich irgendwie nicht richtig. Naja, passt schon. Gut, hier soll auch noch was hin und an sich habe ich noch einen Raum vergessen zu zeigen und das Dach. Also hier, das ist mein Raum sozusagen, hier wird noch ein bisschen Einrichtung, aber das sieht schon mal ganz schick aus, mit Balkon sogar und Stütze für die Logik, Minecraft, ja. Und ja, das Haus ist sau aufwendig, das sieht erstmal ein bisschen unspektakulär aus, ich meine natürlich, es sieht cool aus, so im Vergleich, also mit dem Marmor so zusammen gemischt, finde ich das ganz geil, aber... Es ist halt mega nervig zu bauen und der Grund dafür ist, dass es alles aus... Kann ich das mal auffangen? Das ist alles aus... Wo ist es jetzt hin? Kriege ich die Dinger auch mal? Ich reconnecte mal. Irgendwie backt das manchmal rum mit dem... Hä? Wo fliegen diese Teile hin? Hier... Hier hinten, also die sind alle aus diesen kleinen Corners gebaut und die setzt man da dran und dann passt das. Hier kann irgendwas spawnen, das ist kacke. So. An sich war es das wirklich schon wieder. Heimkino habe ich gezeigt, da hinten baut Mitbewohner. Anderer, nicht Mitbewohner, Mitspieler halt. Der letzte ist leider raus, der Ken, also der hat, spielt halt nicht mehr so aktiv. Aber gut, seine Entscheidung, er mag nicht so viel Technik-Kram. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. An sich. Was ich jetzt trotzdem noch machen möchte. Ich guck mal, wie viele Minuten wir sind. Wir sind bei 8. Dann mache ich das jetzt doch noch mit euch. Und zwar. Ganz toller Moment, um zu schreiben. Da ist mein Haus. Hier kann was spawnen, lol. Hätte ich mal vielleicht mehr drauf achten sollen. Und zwar machen wir jetzt noch das mit dem... System, damit ihr auch mal was seht, wie das geht. Also, packen erstmal unseren überflüssigen, ja, wir haben ziemlich viel überflüssigen Stuff, weg. Den Dust brauchen wir tatsächlich noch. Golddust. Zinn haben wir jetzt zusammen und müssen wir einen Importbus bauen. Na, oh Mann, jedes Mal, wenn ich die Welt wechsle, also ich habe noch eine Testwelt, wo ich bin. Und da habe ich dann noch den Cheat-Mode an und dann nenne ich nicht mehr Recipe-Mode, ganz einfach. So, ME-Kabel haben wir, ME-Interface. Wir bauen eben einen Prozessor, also wir haben ja hier diese Chipsätze. Zack, 10 Stück. Brauche ich mir aber nochmal viel mehr. Also hier, da und Silikon, das Crafting-Rezept kenne ich inzwischen. So, einfach mal 17 Stückchen gebaut. Dann brauchen wir Quarz, Eisen, Silber, so. Also den Quarz von der Mod natürlich. Warte mal, ich glaube, ich habe das wieder falsch gemacht. Genau, so. Ich vergesse die Rezepte die ganze Zeit, aber deshalb kann man ja auch nachgucken. So, und wenn mich nicht alles täuscht, Iron, 4600 Stück, ganz locker. Nein, doch nicht. Nehmen so. Genau. Mach mal direkt 2 davon, weil wir ja später vielleicht noch einen Exportbus brauchen. Habe ich nicht noch einen Export?
Nö. Okay. Dann das MI-Interface erstmal fertig. So, ein MI-Käbelchen. Vier Eisen. Hier in die Ecken. Was jetzt? Glas. Muss ich, glaube ich, auch bald mal wieder ein neues machen. Nö, doch nicht. Habe ich erst. Ich dachte, ich hätte schon mehr. Boah, die sind so zimperlich. Mache ich halt das normale Scheißkabel. So, wir bauen direkt zwei, genau. Ein Sticky Piston. Habe ich vielleicht noch einen? Ja, ich habe sogar noch drei. Cool. Brauchen wir die nicht bauen. Und den Rest sollten wir eigentlich haben, oder? Nochmal ein MI-Käbelchen. Warum? Nein. Nein, nein, nein. Wie lange das mit der Hand dauert. Und zwei Eisen. Zack, zack. Importbus. Fertig. So, und den klatschen wir jetzt ganz schnick hier dran und verbinden ihn noch mit dem Käbelchen. Zack und zack. Warte mal, nee, andersrum. Das sollte... Nee, stimmt. Ist richtig so. Und dann gehen die Dusts, die wir da machen, sozusagen, also wir machen sie ja nicht direkt, die werden halt pulverisiert, gehen da wieder rein. Und jetzt brauchen wir den Exportbus. Der muss nämlich hier reingehen. Geil. Ich glaube, wir müssen den doch nochmal umsetzen. Weil wir müssen jetzt oben ran. Und in der Version kann man hier noch nicht... Das ist so blöd, wenn man die umsetzen muss. Vor allem geht der manchmal kaputt. Ich will den nicht umsetzen. Man kann auch von links reintun. Dann können wir einfach den Schalter schnell umsetzen. Wirklich schnell, sonst geht hier das Heat runter. Und dann wird er langsamer. Also Gold, Eisen, Tin haben wir. Das. Wir brauchen noch Kupfer. Jetzt macht er halt erstmal die anderen Sachen, gell? Jetzt macht er erstmal Tin fertig. Na egal. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal den Exportbus. Vielleicht sollte ich das auch hier eingeben. Exportbus. So. Der braucht einen normalen Pisten, das war's. Pisten. Da haben wir wahrscheinlich keinen von. Nein, natürlich nicht. So. Also Wood. 1, 2, 3. Cobblestone haben wir leider hier. Oder doch, haben wir noch Cobblestone. Eigentlich hätte ich gedacht, ich habe den woanders reingepackt. Halt in die Deep Storage Unit. Aber habe ich nicht. Naja. Redstone. Ich glaube, ich habe sie da falsch rum. Ja. So. Ein Pisten. Und dann können wir den auch ganz schnell bauen. So, Interface. Das ist das vierte Video heute, glaube ich sogar, wenn ich es noch schaffe, das hochzuladen. Geil. So rum. So rum dann. Lag gerade nur an der Betonung, weiß nicht, ob ihr den noch versteht. Das war kein Eisen. So. Und Exportbus, ganz flockig. Locker flockig. So, Käbelchen. Ich habe die blauen genommen, weil blau schön ist. Ja, ja. Die sind normalerweise grau. Okay, und dann können wir direkt... Können wir da auch mal dran packen? Ich weiß, man soll nicht an Strom packen, aber das... Genau. So und so, Move Stacks. Und da ist es auf der falschen Seite. Es muss also doch von oben dran. Das ist Kacke. Dann müsste ich nämlich die ganze Maschine umsetzen. Vielleicht kann ich... Ich habe Angst, dass mir die Kabel gleich platzen. Bitte schnell. Zack. Zack. Kurze Auswahl. Scheiße! Also hättet ihr schon gesehen, wie es fast geplatzt wäre. Bitte nicht platzen. Ja, muss ich jetzt nochmal zum EME-System zurück. Ja, schöner Bug. Und mir Conductive Pipes holen. So heißen die Dinger nämlich. Ja, 58 habe ich schon mal vorbereitet, weil die platzen gerne. Also mir sind schon einige jetzt geplatzt. Das ist eigentlich sehr ärgerlich, wenn die mir platzen. Ich brauche die. So, schnell. Genau. Jetzt können wir die hier verbinden. Jetzt kommt, Alter, so viele Strommassen. Und wir verbrauchen das auch noch, ne? So. Jetzt können wir aber ran, oder? Jetzt können wir nämlich den hier umsetzen. Das war ein Importbus, gell? Was, ein Importbus? Das war ein Importbus. Bin ich mir sehr sicher. Können den umsetzen. Hier ran klatschen. Geil, jetzt komme ich nicht mehr raus.
So. Und dann verbinden wir ihn natürlich wieder mit Käbelchen, wie immer. Zack. Zack, hallo, zack, zack. Bup, bup. Der kann weg. Wozu ist das? Ach, das ist zum Reinmachen, genau. Und jetzt den Export-Bus hier drauf. Und Zinn und Gold und Stacks und... Ja, jetzt funktioniert das. Okay. Und damit hätten wir das auch geschafft. Das brät jetzt alles durch. Sobald ich die restlichen Dusts habe, werde ich die einfach noch hinzufügen, wie ihr es gerade gesehen habt. Und dann werden die da auch einsortiert. Und ich habe eine automatische Erzverarbeitung sozusagen, die ich aus der Quarry bekomme. Okay, dann würde ich hier auch die Folge beenden. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.